Das Thema des Plenums ist für die Frauenbefreiung für die soziale Revolution. Und es gibt irgendwie diesen sehr berühmten Ausspruch, der der russischen Revolutionärin Alexandra Kollontai zugesprochen wird. Ohne Sozialismus keine Befreiung der Frau, ohne Befreiung der Frau kein Sozialismus. Und das heißt, das Thema irgendwie dieses Referats sollte auch sein, zu erklären, wie der Sozialismus, der Kampf für den Sozialismus mit dem Kampf für die Frauenbefreiung zusammenhängt. Und dass das irgendwie keine moralische oder oberflächliche Aussage ist, sondern tatsächlich eine tiefe Notwendigkeit ist, diesen Kampf gemeinsam zu führen. Heutzutage ist es irgendwie, gehört es zum guten Ton, von Gleichberechtigung zu reden, sich als Feministin zu bezeichnen, vor allem so in Europa, USA und so weiter, auch in Lateinamerika ist es einfach modisch, sich dafür auszusprechen, von bürgerlichen Multimillionären bis zu jungen, motivierten Aktivistinnen. Gehört es dazu. Aber obwohl es in den letzten Jahren sehr viele liberale Kampagnen gegeben hat, Kulturkampagnen, Gendern ist zum Mainstream geworden, Zeitungsartikel, Serien und so weiter, die sich so diesen feministischen Themen annehmen, muss man sagen, dass sich für die reale Lebenssituation von Frauen, für die Masse der Frauen, die Frauen der Arbeiterklasse, die Situation fast gar nicht verbessert hat, teilweise sogar verschlechtert hat. Das sieht man irgendwie an vielen Zahlen. Zum Beispiel hat das European Institute for Gender Equality, also einen Gender Equality Index, das sie regelmäßig rausgeben, und 2020, also vor der Pandemie, haben sie festgestellt, untersuchen sie so die verschiedenen Aspekte von Frauen in der Gesellschaft, und da haben sie festgestellt, die einzigen Verbesserungen der letzten Jahre sind, was Frauengleichberechtigung angeht, auf den Bereich Macht zurückzuführen. Sprich, dass es halt mehr Frauen als CEOs oder in politischen Machtpositionen gegeben hat, also so diese Quotenfrauen, wie man so sagt. Aber in anderen Aspekten hat sich seit 2010 das Ergebnis der EU in Bereichen wie zum Beispiel Hausarbeit und Pflegearbeit verschlechtert. Und das war noch vor der Pandemie. Genau, und Sie haben damals 2020 irgendwie die Perspektive aufgestellt, Geschlechtergerechtigkeit in der EU gibt es erst in mehr als 60 Jahren, was natürlich in Wahrheit eine Witzperspektive ist. Wer weiß, was innerhalb von 60 Jahren passiert. Seitdem ist die Pandemie passiert, ist dieser Krieg passiert, passieren viele Dinge. Also es ist in Wahrheit eine Aussage, diese Gleichberechtigung, Gleichstellung wird es nie geben im Kapitalismus. Wir sehen das in Zahlen zu Gewalt an Frauen, wo wir auch insbesondere seit der Pandemie in den ersten Lockdowns eine extreme Zunahme von häuslicher Gewalt erlebt haben. Beispielsweise gab es 30% mehr Meldungen von häuslicher Gewalt in Frankreich bei der Polizei in den ersten Wochen des Lockdowns. Es gab auch 18% mehr Anrufe bei Frauennotruf-Hotlines in Spanien. Das Gleiche gilt auch für Österreich, wo das zugenommen hat. Und der ärgste Ausdruck davon, Frauenmorde, das ist einfach eine Pandemie, die grassiert auf der ganzen Welt für sich. In manchen Ländern besonders fatal. Zum Beispiel in Mexiko sind 2020 durchschnittlich 10 Frauen pro Tag ermordet worden. Auch in Großbritannien gab es allein zwischen März und Oktober letzten Jahres 81 Femizide. Das sind durchschnittlich 3 Frauen pro Woche, die ermordet worden sind. Und auch in Österreich, wie wir wissen, gab es letztes Jahr 29 bestätigte Femizide in Österreich. Und es gibt auch einen Bericht von den Vereinten Nationen, die haben prognostiziert 2019 bis 2021, dass der Anteil von Frauenarmut an weltweiter Armut um 2,7% zurückgehen sollte. Das war ihre Prognose, aber dann ist die Pandemie gekommen und sie haben es dann adaptiert und gehen jetzt schätzungsweise davon aus, dass die Frauenarmut um 9,1% zugenommen haben dürfte. Insbesondere in der Pandemie sind diese ganzen Widersprüche wirklich besonders deutlich hervorgetreten. Es gab zum Beispiel eine Studie in Tirol, die festgestellt hat, dass insbesondere die Armutsgefährdung für alleinerziehende Mütter besonders zugenommen hat. Und auch so etwas wie Altersarmut betrifft halt vor allem Frauen. Es ist immer noch so, dass durchschnittlich die Pensionen für Frauen in Österreich um 40% niedriger sind als die der Männer. Das heißt, Frauen sind 3-mal häufiger von Altersarmut betroffen als Männer. Und die durchschnittliche Pension von Frauen ist irgendwie bei 842 Euro in Österreich, die von Männern 1419 Euro. Beides sehr niedrige Zahlen, aber vor allem 842 Euro ist eigentlich kein Geld, von dem man überhaupt leben kann. Genau. Und das sieht, dass im Kapitalismus diese Kulturkampagnen und dieses Beschwören von Gleichberechtigung immer wieder an der Realität dieser Profitwirtschaft, in der wir leben, scheitert. Und wir müssen deshalb als Marxistinnen und Marxisten hinter diese kulturellen und ideologischen Aspekte der Frauenunterdrückung, die es gibt und die auch sehr relevant sind, schauen und schauen, was die Grundlage dieser Frauenunterdrückung in unserem System eigentlich ist.
Weil als Marxistinnen und Marxisten sind wir Materialisten und wir wissen, dass Ideen, die Kultur und auch die Psychologie und das Zusammenleben von Menschen auf Basis ihrer materiellen Lebensumstände geformt werden. Das heißt, in letzter Instanz auf Basis der Wirtschaft, also auf der Art und Weise, wie wir produzieren. Das ist die Grundlage, wie wir auch kulturell, ideologisch, moralisch zusammenleben. Und der Kapitalismus basiert eben auf Ausbeutung und Unterdrückung. Der Profit der Kapitalisten ist im Wesentlichen die unbezahlte Mehrarbeit der Arbeiterklasse, möglichst viel davon rauszuquetschen. Und der Kapitalismus braucht die Frauenunterdrückung für sein System. Sie ist einfach tief in ihm einzementiert. Und eine wesentliche Säule des Kapitalismus ist die Familie, die Institution der Familie. Und diese Familie ist immer noch einer der grundlegendsten Aspekte für die Unterdrückung von Frauen im Kapitalismus. Die Tatsache, dass Familie im Kapitalismus nicht eine Einheit, die wesentlich auf Zuneigung und gegenseitiger Liebe besteht, ist, auf Freiwilligkeit, sondern mit sehr vielen ökonomischen Druck und Zwang verbunden ist. Und diese Frage der Familie, die wird vor allem heutzutage von Feministinnen gerne ignoriert oder stiefmütterlich behandelt. Es wird zwar immer wieder von Fragen wie Vereinbarkeit und von Familie und Beruf geredet und von der Doppelbelastung, aber das sind meistens sehr oberflächliche Sichtweisen auf die Frage der Familie, die hier vorherrschen. Marx hat gesagt in der deutschen Ideologie, dass der Mensch zuallererst einmal, um leben zu können, sein Leben produzieren und reproduzieren muss. Das heißt, die Reproduktion und Produktion seines Lebens sicherstellen muss. Und die Reproduktion des Lebens findet halt vor allem in der Familie statt. Also wir müssen uns sexuell fortpflanzen und man kann die Familie nicht einfach abschaffen. Es werden Kinder geboren, es gibt so etwas wie Schwangerschaft und auch so etwas wie eine Karenzzeit wird einfach notwendig sein, sofern wir nicht irgendwie Gebärroboter erfinden. Es gibt die Notwendigkeit, Kinder zu betreuen, aufzuziehen und es gibt auch die Notwendigkeit, in der Gesellschaft kranke Menschen, alte Menschen zu pflegen und die Menschen auszubilden. Und dafür ist die Familie eine zentrale Stütze im Kapitalismus und in jeder Klassengesellschaft bisher. Und das erzeugt einen permanenten Druck auf die Familie. Und diesen Druck kann man nicht einfach dadurch abschaffen, dass man sagt, so, wir teilen uns einfach die Arbeit gerecht auf im Haushalt, so 50-50. Es ist sehr harte, zeitaufwendige Arbeit und die Kapitalisten üben halt permanenten Druck aus, dass im Job, im Arbeitsleben die Arbeiterinnen und Arbeiter so intensiv und so viel wie möglich arbeiten. Es ist einfach ein Widerspruch, der hier permanent erzeugt wird. Sie fördern und sie profitieren davon, dass es einfach einen großen Teil der Arbeiterklasse gibt, der diese Reproduktionsarbeit verrichtet. Und ein nicht unwesentlicher Teil fällt eben darauf immer auf die Frau zurück. Nicht zuletzt, also im Kapitalismus ist dieser biologische Aspekt von Kindergeburt ein Merkmal, das zur Unterdrückung wird. Das ist nicht notwendigerweise in jeder Gesellschaft so, aber im Kapitalismus führt das dazu. Obwohl es natürlich auch einen sehr großen ideologischen und kulturellen Druck gibt, dass die Frau diese Rolle einnehmen soll und muss. Genau. Und wie tiefgreifende Auswirkungen diese Rolle der Familie für Frauen hat, sieht man anhand von zahlreichen Fakten und Zahlen. Sachen, die eigentlich auch hinlänglich bekannt sind. Beispielsweise, dass die Tatsache, dass Frauen so etwas wie Karenzzeit nehmen, Auswirkungen hat auf ihre Jobchancen, Aufstiegschancen und Karrieren, was dazu führt, dass sie davon weniger haben, genau, diese sogenannte Teilzeitfalle, also wenn irgendwie, selbst wenn man noch so progressive Einstellungen hat, wenn man ein Familieneinkommen hat und der männliche Partner verdient halt einfach mehr, macht es Sinn für das Familieneinkommen, dass die Frau den Job aufgibt oder halt auf Teilzeitarbeit umstellt. Das heißt, diese Teilzeitfalle gibt es, es sind einfach über 70% der teilzeitarbeitenden Menschen in Österreich Frauen. Und das erzeugt halt auch eine ökonomische Abhängigkeit in Beziehungen, wo Frauen nicht einfach sagen können, es taugt mir nicht mehr, ich gehe jetzt, weil wie soll man sich eine Wohnung leisten? Was passiert mit den Kindern? Wie kann man diese Kinder überhaupt finanzieren? Wie soll ich irgendwie das zeitlich unter einen Hut bringen? Das heißt, es gibt eine ökonomische Abhängigkeit innerhalb der Familie, was natürlich so etwas wie häusliche Gewalt extrem fördert. Und es macht auch was psychologisch mit dir, wenn du weißt, du bist nicht unabhängig, kannst nicht selbstbestimmt dein Leben führen. Du bist in einer abhängigen Position und gleichzeitig dieser Druck, der in der Familie, vor allem, ich kann mir vorstellen, in den letzten 2 Jahren in der Pandemie werden das viele persönlich auch gespürt haben, dieser Druck in der Familie, der wird dadurch vervielfacht. Auch so ein psychischer Druck, Stress und das alles fördert so etwas wie Gewalt innerhalb der Familie. Genau, es gibt diese Doppelbelastung, das heißt, dass man nicht nur Lohnarbeit verrichtet, sondern auch Hausarbeit verrichten muss.
Und es hat auch diesen Aspekt von politischer Aktivität. Also das ist, wenn man sich selbst befreien will, wenn man aktiv sein will und kämpfen will, auch das kostet Zeit, die wird immer eingeschränkter für alle Menschen der Arbeiterklasse. Also die Arbeitszeit wird immer mehr ausgedehnt und die Arbeitsintensität immer mehr ausgedehnt. Und alle hier, die Schichtarbeit machen müssen, wissen, wie anstrengend es ist, wenn man nicht mal einen richtigen Schlafrhythmus hat, nebenher auch noch Zeit finden möchte für so etwas wie politische Aktivität. Auch das ist ein Aspekt, der Frauen übermäßiger, also stärker belastet. Und natürlich auch die Tatsache, dass es für Kapitalisten extrem profitabel ist, wenn sie mit dem Argument, dass das ein Zusatzverdienst für das Familieneinkommen ist und so weiter, Frauen weniger bezahlen können und somit einen permanenten Lohndruck auf alle ausüben können. Also wenn es da Leute gibt, die die Arbeit billiger machen, dann kann man irgendwie das Lohnniveau insgesamt senken. Das ist diese Rolle dieser Reservearmee, wie Marx das genannt hat, der Lohnarbeiterklasse, was eine permanente Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse erzeugt, genauso wie die schlechte Bezahlung von migrantischen Arbeiterinnen und Arbeitern und Rassismus, der diese spalterische Rolle irgendwie spielt. Aber diese, wie gesagt, diese Familie, die kann man nicht einfach abschaffen. Man muss die ganzen Arbeiten, die notwendig sind, irgendwo verrichten. Das heißt, man muss sie durch etwas ersetzen. Und das heißt, man muss der Frauenunterdrückung die ökonomische Grundlage, die wirtschaftliche Grundlage entziehen. Und deshalb sind wesentliche Forderungen, die Sozialistinnen und Sozialisten im Zusammenhang mit Frauenbefreiung stellen, sie liegen eigentlich schon auf der Hand aus dem, was gesagt ist, aber so etwas wie, dass es ganztägige, gratis, öffentliche, gute Kinderbetreuung gibt. Ein Fünftel aller Kindergärten, glaube ich, in Österreich schließt einfach vor 14 Uhr. Also ich meine, damit kann man natürlich nicht nebenher arbeiten gehen. Dass es ein vollständig ausfinanziertes, öffentliches Gesundheits-, Bildungs- und Sozialsystem gibt, nicht diesen permanenten Spardruck in diesen Bereichen, die permanent unterfinanziert und unterbesetzt sind. Dass es so etwas wie Pflegeheime für alte Menschen gibt, die qualitativ hochwertig sind, sodass man sich nicht irgendwie schlecht fühlen muss, wenn man irgendwie die Oma und Opa in ein Pflegeheim schickt und sie dann irgendwie notgedrungenerweise zu Hause pflegen muss, weil die Bedingungen dort so schlecht sind, wo das Personal einfach komplett nicht nachkommt mit der Arbeit, die zu tun ist. Es braucht eine massive Arbeitszeitverkürzung, und zwar für alle Menschen, sodass tatsächlich beide Partner gleichermaßen am Familien-, Freizeit-, politischen Leben teilnehmen können. Es braucht so etwas, ich meine, warum ist es so, dass jeder von uns irgendwie so viele Stunden am Tag mit so Sachen wie Kochen verbringen muss? Manche machen das gerne, ich persönlich überhaupt nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn es einfach in allen Nachbarschaften, an jedem Arbeitsplatz, in den Schulen und Kindergärten öffentliche gute Kantinen gäbe, man nicht mehr irgendwie so viel Zeit mit Kochen verbringen müsste. Die das wollen, dürfen das natürlich weiterhin. Der Sozialismus wird das nicht verbieten. Aber ich glaube, viele werden dankend verzichten, glaube ich. Oder auch so etwas wie Wäsche waschen. Ich meine, jeder hat seine Waschmaschine inzwischen daheim, aber in meiner Traumwelt wird es so sein, dass da so ein Schacht ist in jedem Wohnhaus und da werfe ich meine Wäsche rein und dann kommt sie gebügelt und gewaschen durch einen Automaten wieder zu mir zurück und ich kann sie in den Kasten einordnen. Das ist irgendwie nicht absurd, wenn man denkt, was Roboter heute sonst alles können, aber das ist nicht der Bereich, wo sie vorzüglich angewendet werden. Und auch so etwas wie Putzservices. Es wird immer gerne geredet davon, dass diese schreckliche Arbeit, die will doch keiner machen, wenn er nicht durch Zwang dazu gezwungen wird. Ich meine, gewisse Arbeiten sind unbeliebter als andere, aber einfach nur so Dinge. Ein Genosse aus Tirol hat das gestern erzählt, seine Großeltern in der DDR, die haben berichtet, so Sachen wie Hausmeisterarbeit, was heute so von Putzservices erledigt wird. Dort war es halt üblich, dass halt es Putzdienste in einem Mietshaus gegeben hat. Das heißt, so alle paar Wochen war man halt mal dran, das Stiegenhaus zu schrubben, was im Übrigen sogar das Zusammenleben der Nachbarschaft gefördert hat. Und es ist kein Problem, wenn man weniger arbeitet, ein paar Stunden im Monat zum Beispiel irgendwie den Gang zu putzen oder so Sachen. Aber natürlich gut bezahlte Putzkräfte, die ihren Job machen können, ohne ihren Körper dabei zu ruinieren, die werden sich finden lassen. Genau. Und natürlich auch so Sachen wie die Kontrolle über das eigene Arbeitsleben, Arbeiterkontrolle in dem eigenen Betrieb. Wenn man irgendwie jetzt von sexistischen Chefs redet, irgendwelchen Vorarbeitern, die richtige Arschlöcher sind, so, die einem vorgesetzt werden, damit kann Schluss gemacht werden, wenn man die Arbeiterkontrolle im Betrieb hat und solche Leute einfach abwählen kann und sagen, wir wollen das nicht. Wenn man kollektiv beschließen kann, unter welchen Bedingungen man gemeinsam arbeiten will und wie man diese Arbeitsbedingungen gestalten will. Genau, das sind zentrale sozialistische Forderungen, die der Frauenunterdrückung wesentlich die Grundlage entziehen können. Jetzt kann man einwenden, hat nicht eigentlich gerade erst der Kapitalismus
so etwas wie ein öffentliches Bildungssystem geschaffen, so etwas wie Krankenkassen, Krankenhäuser, solche Kindergärten. Diese Sachen gab es nicht großflächig vor dem Kapitalismus. Und sind diese Dinge nicht deshalb im Kapitalismus denkbar? Müsste man nicht einfach nur ein bisschen mehr Geld in diese Bereiche stecken, im Kapitalismus, Profit ein bisschen was abzwacken und dort reinstecken? Und es gibt doch auch jetzt so Studien, die Reformisten sehr gerne auch immer wieder zitieren, wie viel effizienter und produktiver Leute nicht arbeiten, wenn sie weniger Arbeitsstunden haben und so weiter. Und das ist ein sehr relevanter Aspekt. Und man muss sagen, ja, der Kapitalismus hat die Grundlage oder die Voraussetzungen für den Sozialismus bereits geschaffen. Genauso wie wir immer sagen, theoretisch gibt es genug Lebensmittel für alle Menschen auf der Welt. Es gibt keinen rationalen Grund, warum so viele Menschen auf der Welt hungern müssen. Es gibt das technische Know-how, um eine komplette Umstellung beispielsweise der Energieproduktion zu vollziehen. Aber das ist im ständigen Widerspruch im Kapitalismus mit den Profitinteressen von Kapitalisten. Diese Sachen, die rational möglich wären, die angelegt sind im Kapitalismus, werden permanent verhindert aufgrund des Profitinteresses der Kapitalisten. Kapitalisten wollen gewisse Bildung für Arbeitskräfte, sie wollen ausgebildete Arbeitskräfte, aber sie wollen nicht zu viel dafür ausgeben, sondern genau so viel, dass es irgendwie fähige Facharbeiter sind, die man gut ausbeuten kann. Es braucht eine gewisse Krankenversorgung, es ist nicht gut, wenn die Arbeiterklasse dezimiert wird, aber man soll ja nicht zu viel, ja nicht ausreichend dafür ausgeben. Gerade so viel, dass die Arbeiterklasse halt wieder zu Arbeit erscheinen kann. Sie wollen auch so etwas wie Kindergärten, vor allem dann, wenn die Wirtschaft gut läuft und sie Frauen in den Arbeitsmarkt reinholen wollen. Aber genauso wollen sie die Frauen wieder zurück an den Herd schicken, wenn das nicht der Fall ist. Wenn es irgendwie hohe Arbeitslosenzahlen gibt, dann sind es die Frauen die Ersten, die wieder gehen sollen. Das heißt, der Kapitalismus beschränkt permanent das Potenzial, das schon da ist, und drängt diese Dinge wieder zurück aufgrund des Profitinteresses, aufgrund dieses Wirtschaftssystems. Und das ist der ganz generelle Widerspruch im Kapitalismus. Wir haben eine soziale, öffentliche Produktion, eine gesellschaftliche Arbeitsteilung über den ganzen Globus verteilt in Wahrheit, aber eine private Aneignung der Profite von einer Minderheit an Kapitalisten, die die ganze Wirtschaft kontrollieren und halt permanent die effiziente, geplante Einsetzung der Ressourcen, die wir haben, verhindern. Und das gilt selbstverständlich auch für die Familie. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, kann man das nicht alles irgendwie theoretisch auch im Kapitalismus umsetzen, dann ist die Antwort ganz einfach nein. Nur der Sozialismus und nur die demokratische Planwirtschaft kann die wirtschaftliche Grundlage der Frauenunterdrückung beseitigen. Aber es gibt auch noch einen zweiten Aspekt in dieser Frage der Familie und wie die Überwindung der Familie als wirtschaftliche Zweckgemeinschaft statt einer Gemeinschaft auf Basis von Liebe und Zuneigung angelegt ist. Weil es ist tatsächlich so, dass eigentlich erst der Kapitalismus überhaupt die moderne Frauenfrage gestellt hat, dass erst die Frage der Frauenbefreiung oder die Frauenfrage mit dem Kapitalismus überhaupt aufgetaucht ist. Es gibt einen sehr guten Text, es war eigentlich eine Rede von Clara Zetkin, der deutschen Revolutionärin. Er heißt, nur mit der proletarischen Frau wird der Sozialismus siegen. Kann jeder lesen. Und sie schreibt darin, die Zeit der Renaissance ist die Sturm- und Drangperiode des Erwachens der modernen Individualität, die sich nach verschiedensten Richtungen voll und ganz ausleben kann. Da treten uns Individualitäten entgegen, riesengroß im Guten und Bösen, die die Satzungen von Religion und Moral mit Füßen traten und Himmel und Hölle in gleicher Weise verachteten. Wir finden Frauen als Mittelpunkt des gesellschaftlichen, des künstlerischen, des politischen Lebens und trotzdem nicht die Spur einer Frauenbewegung. Das schreibt sie irgendwie über dieses Zeitalter der Renaissance, wo bereits begonnen wurde, die alte, feudale Wirtschaft langsam aufzubrechen, Anfänge des Kapitalismus zu sehen waren. Aber man muss sagen, seit es Klassengesellschaften gibt, und das war nicht immer der Fall, wir haben dazu nachher einen Workshop über die Entstehung der Klassengesellschaft, aber seit es Klassengesellschaften gibt, war die Familie nicht nur Ort der Reproduktion des Lebens, sondern für einen großen Teil der Bevölkerung vor allem ein Ort der Produktion selber. Also wenn wir denken, die Sklavenhaltergesellschaft im Rom, dass allein das Wort Familie, die Familie damals, hat nicht geheißen Vater, Mutter, Kind, sondern Familie hat auch geheißen die Tiere und die Sklaven. Das war ein Ort der Produktion in Wahrheit, diese Familie. Und auch im Feudalismus, wo ein Großteil der Menschen in Wahrheit subsistenzwirtschaftlichen Bauernwirtschaften gelebt haben, wurde fast alle Produkte des täglichen Lebens am eigenen Hof in der Familie produziert. Man hat sich halt ein paar Werkzeuge gekauft oder so Sachen zugekauft, aber so Sachen wie Seifen selber produzieren, Kleidung selber nähen und so weiter. Es wurde wenig, der geringste Teil wurde für einen öffentlichen Markt, für etwas Öffentliches produziert, sondern vor allem in der Familie.
Das heißt, es gab keine Öffentlichkeit in dem Sinne, wie wir sie heute kennen. Das ist in Wahrheit ein Produkt der kapitalistischen Gesellschaft und der bürgerlichen Revolutionen. Und selbst Adelsfamilien, oder, waren in so Dynastien organisiert. Heiratspolitik war zentral zur Erweiterung von Herrschaftsgebieten. Es ging um Vererben und Vererben von Adelstiteln, Titel von Reichtum und so weiter. Und ich meine, in so einer Situation, wie soll eine Frau aus der Familie sozusagen ausbrechen? Wohin soll sie gehen? Es gibt nichts außerhalb der Familie, außer so Nischenbereiche, wie, ich meine, sie kann ins Kloster gehen, irgendwelche Ordensstiftungen, Kurtisanen, Prostituierte, das waren halt Nischen in Wahrheit. Und das ist nicht eine allgemeine Perspektive, um Frauen zu befreien von der Familie und der Privatwirtschaft. Das waren Ausnahmen. Aber der Kapitalismus hat eine riesige Industrie geschaffen und Millionen von Menschen wurden aus dieser Familienproduktion rausgerissen und wurden sogenannte freie Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter. Und die Produktion im Kapitalismus ist in allererster Linie und vor allem für den Markt. Das heißt, es entstand damit auch so etwas wie eine politische Öffentlichkeit. Und die bürgerliche Klasse, die aufstrebende bürgerliche Klasse, wollte mitbestimmen, wollte diese von Erbrecht und Familie geprägte Politik des Adels durchbrechen, eine unabhängige politische Macht darstellen. Und aber vor allem im Zuge dieser Entstehung des Kapitalismus wurde die Frau als Arbeiterin Teil dieser Öffentlichkeit, konnte teilnehmen an dem öffentlichen Leben. Das war kein schönes Leben, wie wir wissen, und ist es auch heute nicht. Es ist ein sehr hartes Leben mit allen Dingen, die ich genannt habe. Doppelbelastung, zusätzliche Unterdrückung. Und während die Ausbeutung und Unterdrückung hart war, in der alten Zeit war sie im gewissen Sinne familiär. Also der Vorgesetzte war halt der eigene Vater und der eigene Mann. Man hat sich zumindest so irgendwie gekannt und von Geburt an so ein gewisses persönliches Verhältnis. So. Heute ist es eine komplette unpersönliche, nackte, entfremdete Ausbeutung, die dadurch härter ist in vielerlei Hinsicht. Das heißt, es ist kein leichteres Leben, aber es hat das Potenzial zur Befreiung der Frau geliefert. Genau, diese familiäre Unterdrückung davor, also Frauen waren unterdrückt, aber das heißt nicht, dass sie passive Wesen waren, irgendwie permanent unterwürfig oder so per se. Engels schreibt das insbesondere für die deutschen und irischen Frauen, weil er auch erklärt, dass diese Gesellschaften aufgrund der Tatsache, wie sie zur Klassengesellschaft gekommen sind, da war noch sehr viel von dieser ursprünglichen Stammesgesellschaft vorhanden. Das heißt, dieses Bild von irgendwie der deutschen Bauersfrau, die irgendwie die Hosen anhat oder so, das hat irgendwie eine historische Grundlage, ist nicht nur irgendwie ein Klischee. Und auch in der herrschenden Klasse gab es davor so etwas wie mächtige und einflussreiche Frauen, die Geschicke der Politik, der Könige mitbestimmt hat. Aber sie konnten eben nicht ausbrechen aus dieser Rolle. Und die Arbeiterin kann das erstmals. Und deshalb haben auch Marx und Engels in der frühen sozialistischen Bewegung immer sehr hart das Recht der Frau auf Arbeit verteidigt. Das waren Debatten, weil die Arbeit so hart und so schrecklich war und die Lebenserwartung in manchen Industriedistrikten bei Mitte 20 gelegen ist, die Leute wirklich physisch dezimiert worden sind, Familien zerrissen worden sind, gab es so Stimmen in der sozialistischen Bewegung auch, die gesagt haben, sollten wir Frauen und Kinder nicht schützen, sollten sie am besten gar nicht arbeiten. Und Marx und Engels haben verteidigt, dass Frauen arbeiten sollen. Sie haben gesagt, es ist hart, aber das ist das Werkzeug, mit dem sie sich befreien können, sich selbst befreien können. Aber gleichzeitig wird die wirtschaftliche Grundlage der Familie im Kapitalismus bereits untergraben. Zum Beispiel ein wesentlicher Aspekt, wie Engels in Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates erklärt, ein wesentlicher Aspekt der Familie war immer diese Notwendigkeit, Reichtum und Eigentum zu vererben, innerhalb der Familie weiterzugeben. Aber was gibt es in einer proletarischen Familie zu vererben? Ja? Was hat man noch, was man irgendwie seinen Kindern vermachen will, außer wenn man irgendwie Glück hat, vielleicht ein Haus oder so? Das heißt, der Beginn des Kapitalismus und die Anfangsphase der Industrialisierung hat die proletarische Familie fast zerbrochen. Und es ist nicht ohne Grund, es ist nicht nur leere Phrase oder so, wenn Engels im Ursprung der Familie Folgendes schreibt. Hier sind aber auch alle Grundlagen der klassischen Monogamie beseitigt. Mit Monogamie meint er nicht die Tatsache, dass man irgendwie nur Mann-Frau zusammenlebt, auch aber vor allem Monogamie als wirtschaftlich begründete, wirtschaftliche Familieneinheit der Einzelfamilie. Hier fehlt alles Eigentum, zu dessen Bewahrung und Vererbung ja gerade die Monogamie und die Männerherrschaft geschaffen wurden. Und hier fehlt damit auch jener Antrieb, die Männerherrschaft geltend zu machen. Da entscheiden ganz andere persönliche und gesellschaftliche Verhältnisse. Und vollends, seitdem die große Industrie die Frau aus dem Hause auf den Arbeitsmarkt und in die Fabrik versetzt hat und sie oft genug zur Ernährerin der Familie macht, ist dem letzten Rest der Männerherrschaft in der Proletarierwohnung
aller Boden entzogen. Es sei denn etwa noch ein Stück der seit Einführung der Monogamie eingerissenen Brutalität gegen Frauen. So ist die Familie des Proletariers keine monogamische im strengen Sinn mehr. Selbst bei der leidenschaftlichsten Liebe und festesten Treue beider und trotz aller etwaigen geistlichen und weltlichen Einsegnungen. Proletarischer Ehe ist monogam im etymologischen Sinn des Wortes, aber durchaus nicht in seinem historischen Sinn. Und ich meine, es gibt so etwas wie einen enormen ökonomischen Zwang, den ich vorher beschrieben habe, in der Arbeiterfamilie, den der Kapitalismus erzeugt. Aber was er hier beschreibt in Wahrheit ist dieses Potenzial der Überwindung dieser bürgerlichen oder dieser kapitalistischen Familie, die bereits angelegt ist in der Arbeiterfamilie. Aber wie gesagt, die Grundlage, das Potenzial der Überwindung der Familie als wirtschaftliche Zweckeinheit, muss auch realisiert werden. Das heißt, die Familie muss bewusst gestürmt und überwunden werden. Und das geht nur im Sozialismus. Genau, und dafür ist die Rolle der Arbeiterklasse, das heißt der Frauen und Männer und aller Menschen der Arbeiterklasse, einfach sehr zentral. Nur sie können den Kapitalismus stürzen, weil sie die Klasse sind, die kein Privateigentum hat und daher auch nichts zu verlieren hat als ihre Fesseln. Und sie sind diejenigen, also wir, die Arbeiterklasse, sind diejenigen, die bereits jetzt die ganze Produktion am Laufen halten und real den ganzen Reichtum der Gesellschaft auch erzeugen. Das heißt, von Anfang an, seit sich diese moderne Frauenfrage gestellt hat, hat sie sich auch als Klassenfrage gestellt und als Klassenfrage ausgedrückt. Und das wird in der feministischen Geschichtsschreibung immer gerne so unter den Teppich gekehrt ein bisschen. Also es heißt immer so, erste Welle der Frauenbewegung für Wahlrecht und Demokratie und dann gibt es Olympe de Gauche, die Französin und die Suffragetten und die zweite Welle, das waren halt die sexuelle Befreiung in den 60er Jahren und so weiter. Aber schauen wir uns real an, wie diese Frauenfrage gestellt wurde in der Geschichte. In den bürgerlichen Revolutionen, vor allem in der französischen Revolution, als die Kapitalistenklasse noch eine historisch fortschrittliche Rolle gespielt hat, gab es auch Frauen, die die Freiheit und Gleichheit für sich verlangt haben, bürgerliche Frauen. Hier ist eben besonders berühmt Olympe de Gauche. Und sie war eine bürgerliche Frau und die bürgerlichen Frauen wollten halt vor allem demokratische, legale Gleichstellung mit den Männern ihrer Klasse. Das heißt, es ging ihnen vor allem um die rechtliche Gleichheit, nicht so sehr um die soziale Gleichheit der ganzen Menschen. Und es gab sehr mutige und sehr kämpferische Frauen unter diesen bürgerlichen Frauen, die sehr persönlich auch sehr viel riskiert haben. Aber letztendlich, im Grunde, haben sie die Interessen ihrer Klasse vertreten. Das heißt, sie wollten Eigentumsrecht haben, sie wollten das Recht auf Berufsausübung gleich mit den Männern in guten Berufen, sie wollten erben können. Und in Wahrheit war es in ihrem Interesse als bürgerliche Frauen, ihre Interessen gegen die Männer ihrer Klasse durchzusetzen, also den gleichen Teil vom Kuchen zu bekommen. Das heißt, letztendlich wollten sie einfach das Recht, selbst Ausbeuterinnen der Arbeiterklasse zu sein, genauso wie ihre männlichen Klassenkollegen sozusagen. Und das war auch historisch tatsächlich immer so, dass die bürgerlichen Frauen tendenziell auf die Arbeiterfrauen herabgesehen haben in diesen Frauenorganisationen, wenn es so klassenübergreifende Frauenorganisationen gab. Die wurden immer so als die Armen bemitleidenswerten so betrachtet, ein bisschen schmutzig, ein bisschen dümmlich und so. Es gab immer so ein Vorurteil, ein Klassenvorurteil in der Frauenbewegung gegen die Frauen der Arbeiterklasse. Aber Frauen der Arbeiterklasse oder der noch sehr frühen Anfänge der Arbeiterklasse, der arbeitenden Massen wäre richtiger zu sagen, in der Französischen Revolution, waren aktiver Teil der Massenbewegung ihrer Klasse. Und diese Frauen der arbeitenden Massen hatten kein getrenntes Interesse von den Männern ihrer Klasse. Und das gilt auch heute für die Frauen der Arbeiterklasse. Während also bürgerliche Frauen ihre Rechte in Wahrheit gegen die Männer ihrer Klasse durchsetzen, dass sie die gleichen also Privilegien sozusagen bekommen, können proletarische Frauen nur gemeinsam mit den Männern für die Befreiung von allen kämpfen. Sie müssen den Kapitalismus nämlich überwinden und das geht nur zusammen. Und es gibt natürlich wichtige und notwendige spezielle Forderungen, die Frauen betreffen, die sich die Arbeiterbewegung annehmen muss, weil es eine spezifische Unterdrückung von Frauen gibt. Aber das steht nicht im Gegensatz zu den Interessen der Männer. Im Gegenteil ist die Unterdrückung von Frauen im Kapitalismus auch zum Nachteil der Arbeitermänner. Beispielsweise diese Frage der Lohndrückerei. Also wenn es irgendwie einen Sektor gibt, der schlecht bezahlt wird, dann kann man den gesamten Lohn irgendwie senken. Solche Dinge. Oder die Last der Familie, der in Wahrheit die ganze Familie enorm unter Druck setzt und nicht happy ist, weil die Frau irgendwie das Bier am Abend bringt, sondern der reale ökonomische Druck der Familie ist irgendwie so für alle eine Belastung beispielsweise. Und in der Französischen Revolution waren die Frauen der arbeitenden Massen an der Spitze dieser Bewegung. Und das sehen wir in allen Revolutionen der Geschichte, dass die unterdrücktesten Schichten in einer Revolution oft zu den entschlossensten und den mutigsten Kämpferinnen werden.
Wir haben das gesehen in der russischen Revolution, die bekannterweise gestartet wurde durch einen Streik der Textilarbeiterinnen in Petrograd, die verlangt haben, dass der Zar gestürzt wird, während die männlichen Arbeiter noch gesagt haben, ist jetzt wirklich die Zeit, soll man das wirklich tun? Sie sind irgendwie auf die Straße gekommen, haben die Männer rausgeholt auf die Straße. Wir haben das in den letzten Jahren gesehen im arabischen Frühling in Ägypten, wo Frauen an die Spitze dieser Bewegung sich gedrängt haben und zum ersten Mal wirklich so das, für viele von diesen Frauen so ein politisches Leben irgendwie begonnen haben und sich diesen Respekt in dieser Bewegung dadurch auch erarbeitet haben sozusagen. Oder auch erst vor kurzem die sudanesische revolutionäre Bewegung in den letzten 2 Jahren. Es war hervorstechend, dass es viele, wenn man sich so Videos anschaut, extrem viele junge Frauen gab, die so öffentliche Reden geschwungen haben und halt aktiver Teil der Bewegung waren, vorwärtstreibender Teil der Bewegung waren. Und auch bei dieser französischen Revolution sind wirklich im ganzen Land so Frauengesellschaften, radikale Jakobinergesellschaften aus dem Boden geschossen, wie so Mushrooms. Es gab die Frauen der Sans-Culottes, die den radikalen, klassenkämpferischsten Teil der französischen Revolution vertreten haben, die auch Uniformen getragen haben und sich bewaffnet haben. Und sie waren auch so radikal, dass die französische Revolution, als sie in die Konterrevolution umgeschlagen hat, als sie die radikalsten Teile der Bewegung wieder zurückdrängen wollten, als eine Maßnahme alle Frauenclubs verboten haben. Beispielsweise gab es am Anfang der Revolution 1789 waren es die Frauen, die aufgrund der hohen Brotpreise in Wahrheit einen Protestmarsch gestartet haben. Es gibt da sehr interessante Augenzeugenberichte, wo Frauen irgendwie das Brot eingefordert haben und auf die Straße marschiert sind und zu einem Hotel de Ville gegangen sind, um das Brot zu beschlagnahmen. Und da gibt es so Berichte wie, sie haben auf dem Weg in diesem Massenzug zuerst die Wachen in diesem Hotel entwaffnet, die Waffen dann den Männern, die hinten nachgelaufen sind, halt übergeben. Und ein Augenzeugenbericht beschreibt, wie eine große Zahl an Frauen, darunter auch ein paar Männer, die Stiegen hocheilten, in alle Büros des Gebäudes eindrangen. Ein Zeuge sagt, sie waren mit Stecken und Spießen bewaffnet. Ein anderer hat geschworen, sie trugen Äxte, Brechstangen, Knüppel und Musketen. Und sie haben erzwungen, dass sie dann zu der Regierung marschiert sind und gefordert haben, dass es Brot für die Bevölkerung gibt. Das ist der Kampfspirit sozusagen der Frauen der Arbeiterklasse. Auch bei diesen Suffragetten, die sehr prominent sind, auch in der feministischen Geschichtsschreibung, gab es eine Klassenspaltung innerhalb dieser Suffragettenbewegung, die sehr wichtig war. Also diese Suffragettenbewegung wurde vor allem gegründet von so Mittelschichts- und bürgerlichen Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die Hauptforderung war die Forderung für das Wahlrecht. Und sie haben recht radikale Aktionen durchgeführt, Hungerstreiks, Festnahmen, haben wirklich sehr viel persönliches Risiko auf sich genommen. Aber es gab innerhalb dieser Bewegung, sie wurde ja vor allem gegründet von so der Familie Pankhurst, die waren wichtige Protagonistinnen, die Mutter Emmeline und ihre Töchter Christabel und Sylvia. Und es gab hier eine Klassenspaltung. Sylvia war diejenige von diesen Pankhursts, die gezielt Arbeiterinnen in London organisiert wollte. Es gab die Women's Social and Political Union, die 1903 gegründet wurde, die dann rapide angewachsen ist, Streiks organisiert hat, Massendemos organisiert hat und die Arbeiterfrauen organisiert hat. Aber diese Klassenspaltung innerhalb dieser Suffragetten hat sich bemerkbar gemacht. Und zwar insbesondere vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Wir haben gestern schon sehr viel über Krieg diskutiert in der Frage des Ukraine-Krieges. Und auch dort haben die bürgerlichen und liberalen Teile völlig nachgegeben dem Druck der Bourgeoisie und sich dem Kriegsgeheul und dem Chauvinismus untergeordnet. Und in dieser Suffragettenbewegung haben vor allem Christabel, aber auch die Mutter Emmeline, diese Position vertreten, sich der bürgerlichen Klasse, der britischen herrschenden Klasse unterzuordnen. Und haben darauf gedrängt, dass die arbeitenden Frauen der Suffragetten ausgeschlossen werden aus diesen Suffragettenbewegungen. Und während Sylvia Pankhurst später eine Mitbegründerin der Kommunistischen Partei geworden ist, war die Mutter der Pankhurst, Emmeline, später eine Abgeordnete der Tories, der konservativen Partei in Großbritannien. Genau. Aber das beste Beispiel irgendwie ist natürlich die russische Revolution, weil die Bolschewiki die Frauenfrage sehr ernst genommen haben. Und die russische Revolution war irgendwie das Beispiel, wo die Befreiung der Frau am weitesten zu der Zeit gegangen ist. Sie haben als erstes Land ein Abtreibungsrecht eingeführt, 1920. Sie haben ein Scheidungsrecht eingeführt, eine unkomplizierte, kostenlose Scheidung. Es gab Pension ab 55 Jahren. Es gab einen bezahlten Mutterschutz. Und 1970 in der Sowjetunion waren bereits 49% der Frauen in der höheren Bildung. Und es gab nur 3 Länder auf der Welt, nämlich USA, Frankreich und Finnland, die auch einen über 40% Anteil von Frauen in der höheren Bildung hatten.
Illegitime Kinder wurden anerkannt, es galt gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Frauen und Männer und sie haben versucht, auch nicht nur die rechtliche Gleichstellung, sondern tatsächlich auch die materielle Gleichstellung, also die Grundlage der Frauenunterdrückung, die materielle versucht zu beseitigen, indem sie Kinderkrippen, öffentliche Schulen, Kantinen und so weiter aufgebaut haben. Das alles war natürlich dadurch erschwert, dass Russland ein armes Land war und sie konnten sich die Ziele, die sich gesteckt haben, nicht umsetzen. Das war dieses ganze Problem der russischen Revolution generell, dass die Revolution in einem rückständigen Land durchgeführt wurde, das in Wahrheit nicht die Bedingungen für den Sozialismus in einem Land schon gar nicht hatte. Und viele Fortschritte wurden dann unter der stalinistischen Degeneration auch wieder zurückgenommen, obwohl man sagen kann, dass bis zum Schluss, bis zum Ende der Sowjetunion die Bedingungen der Frauen, die Lebensbedingungen der Frauen in der Sowjetunion um ein Vielfaches besser waren, als sie es heute in diesen Ländern der ehemaligen Sowjetunion ist. Genau. Aber wir sehen hier einfach, wie sich die Klassenfrage aufdrängt in der Frauenbewegung und wie notwendig die Einheit der Arbeiterklasse im Kampf gegen den Kapitalismus ist und das im Gegensatz zu der bürgerlichen Frauenbewegung steht immer noch heute. Und heutige feministische Strömungen vermischen diese Klassenfrage extrem. Entweder sie stellen sie gar nicht und reden gar nicht drüber, oder sie ordnen sie permanent dieser Frage der Sisterhood und der Frauenklassenübergreifend zusammen unter. Das ist nicht zuletzt das Resultat der in Wahrheit verräterischen Politik der reformistischen und stalinistischen Arbeiterorganisationen, die den Kampf für Sozialismus aufgegeben haben und aber zusätzlich auch irgendwie sehr sexistische und unangenehme Orte waren für Frauen, um sich zu organisieren. Weswegen diese unabhängige Frauenbewegung, dieser klassenübergreifende Feminismus überhaupt erst so einen Grip, eine Grundlage bekommen hat. Aber als Marxistinnen und Marxisten müssen wir diesen Trend bekämpfen. Und darum nennen wir uns auch nicht Feministinnen und Feministen, nicht weil wir nicht für Frauenbefreiung wären, sondern weil unter diesem Begriff diese Frage der Klassenkollaboration und die Frage des Klassenkampfes falsch gestellt wird. Also es findet permanent eine Vermischung von Klasseninteressen statt und es gibt nur sehr konfuse Versuche, das zu überwinden. Und dieser Feminismus hat auch praktisch negative Auswirkungen im Klassenkampf. Sehr bekannt ist zum Beispiel diese Ideen des Frauenstreiks, der in den letzten Jahren in einigen Ländern sehr prominent geworden ist, wo es um sehr progressive und coole Kämpfe, große Bewegungen gegangen ist. Aber feministische Organisationen darin argumentiert haben, ist, dass nur Frauen streiken sollen und Männer nicht, weil Frauen sind die, die kämpfen müssen, die unterdrückt sind und Männer sind in Wahrheit die Unterdrücker oder zumindest nicht betroffen. Und das ist in der Praxis einfach nur den Männern die Rolle von Streikbrechern zu geben, indem sie nicht mitstreiken wollen, was natürlich die Bewegung insgesamt massiv schwächt. Oder man hat es auch gesehen, in Mexiko gibt es eine sehr starke Frauenbewegung oder Bewegung gegen Gewalt an Frauen in den letzten Jahren. Und vor ein paar Jahren, ich glaube, es war vor 2 oder 3 Jahren, hat man gesehen, wie diese Bewegung Niuna Menos gegen Gewalt an Frauen, gegen Frauenmorde, es war sehr kämpferisch, und Angehörige und Freunde von Frauen, die der Gewalt zum Opfer gefallen sind, haben ein Gebäude der Menschenrechtskommission besetzt. Das war eine sehr starke Bewegung. Aber so Teile dieser feministischen Organisationen haben sich in diese Besetzungen irgendwie eingemischt und haben dann durchgesetzt, dass nur noch Frauen an der Besetzung teilnehmen dürfen und alle Männer sollen gehen. Und das Ergebnis war irgendwie, dass diese Führungsspitze von der Niuna Menos-Bewegung in Mexiko mit den Organisationen, diesen angehörigen Leuten in der Bewegung gebrochen haben. In weiterer Folge haben sie dann Geld genommen von einer bürgerlichen, in Wahrheit sogar imperialistischen NGO, der Blair Foundation. Ja, das ist eine Foundation, die heißt nicht nur so Blair, sondern die ist mitbegründet von der Frau von Tony Blair, der rechten Labour-Typen aus Großbritannien. Und das heißt, sie haben sich geöffnet für diese Klassenkollaboration und die Bewegung hat sich verlaufen. Also sie haben dann nur noch so Traumfänger-Workshops und so Sachen gemacht. Und das ist diese NGO, das ist eine Institution, die halt wirklich eine imperialistische Agenda verfolgt und weltweit Regierungen, die den US-Interessen widersprechen, destabilisiert und so. Genau, also diese Frage des Klassenkampfes ist einfach zentral und wir müssen sie auf die Agenda bringen und permanent betonen. Das ist einfach essentiell. Und wir sehen heute, dass die Zeit wirklich überreif ist für Klassenkämpfe überall, auch in Österreich. Wir haben letzten Herbst tausende Pflegerinnen und Pfleger und Elementarpädagoginnen gesehen, die demonstriert haben in Wien. Im März, am 29. März ist eine weitere Demonstration von den Elementarpädagoginnen angesagt. Und die Arbeiterklasse und auch die Frauen der Arbeiterklasse sind wütend und auch kampfbereit. Und wir müssen als Marxistinnen diesen Kampf fördern, den gemeinsamen Kampf der gesamten Arbeiterklasse. Wir müssen dafür selbstverständlich klar gegen Sexismus auch in unseren eigenen Reihen auftreten, weil nur so kann man die Einheit der Arbeiterklasse tatsächlich erreichen.
Aber man muss auch sagen, die beste Art und Weise, wie man gegen Vorurteile, Sexismus und so weiter vorgeht, ist der gemeinsame Kampf, die Aktivität, wie es die ägyptischen und sudanesischen Frauen vorgezeigt haben, indem man selbst Protagonist seines eigenen Lebens wird. Anstatt Bildungskampagnen oder Jammern oder Beklagen oder sowas ausschließlich zu machen, man muss die Missstände aufzeigen, aber der Punkt ist, man muss auch kämpfen. Das heißt, als Marxistinnen und Marxisten müssen wir das gemeinsame Interesse der Arbeiterklasse so deutlich wie möglich hervorbringen. Wir müssen erklären, warum der Kampf für Frauenbefreiung notwendigerweise Teil vom Kampf gegen den Kapitalismus sein muss und warum feministische Ideen, die die Arbeiterklasse spalten, schädlich sind für die Bewegung. Wir müssen die reformistische und opportunistische Führung der Arbeiterbewegung hart ins Gericht nehmen, weil sie sind diejenigen, die den Klassenkampf hemmen und diesen Weg, diese Perspektive des Kampfes und der Befreiung blockieren. Unsere Ideen sind, würde ich sagen, sehr zeitgemäß, und weil unsere Ideen können den Ursprung von Unterdrückung und Ausbeutung erklären, wir können die gegenwärtige Krise erklären und wir können auch einen Weg vorwärts aufzeigen. Das heißt, es ist unsere dringende Aufgabe, so viele Menschen wie möglich von diesen Ideen zu überzeugen, sodass diese Ideen in den kommenden Kämpfen auch gehört werden und wir tatsächlich der Arbeiterklasse, der Arbeiterbewegung dieses Programm, das wir haben, auch praktisch vorschlagen können. Also, dass wir nicht nur eine kleine Zahl von Menschen erreichen, sondern in der Praxis diese Bewegung zum Sieg führen können. Deshalb bin ich politisch aktiv und ich denke, alle, die es noch nicht sind, sollten auch politisch aktiv werden für diese Perspektive, für die Frauenbefreiung, für den Sturz des Kapitalismus und für die soziale Revolution. Ich glaube, es war eine sehr gute Diskussion. Und also ich glaube, ich kann nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber ich werde versuchen, die zentralen Aspekte, die in der Diskussion auch gefallen sind und auch Fragen, die gestellt worden sind, zu beantworten. Und ich glaube, ich möchte anfangen mit dieser Frage, was ist Frauenunterdrückung heute, was ist das Patriarchat und wie hängt das irgendwie zusammen? Weil es ist, wenn man sich beginnt, mit Marxismus zu beschäftigen, ist es voll wichtig, dass man zuerst diesen ganzen Idealismus, den man in der Gesellschaft die ganze Zeit eingetrichtert kriegt, wo es keine materialistische Erklärung für Unterdrückung und für Gesellschaften gibt, erstmal aus den Köpfen rauszuhämmern. Und manchmal ist dann so die erste Reaktion, dass man dann diese ökonomische Aspekt ein bisschen so überbetont und nur noch das sieht. Und ich glaube, diesen Fehler dürfen wir nicht machen, weil es ist, die Gesellschaft ist kompliziert und komplex und auch die Frage der Frauenunterdrückung ist kompliziert und komplex. Und ich würde sagen, so die Begrifflichkeit des Patriarchats, ich meine, Engels definiert das als eine spezifische historische Form der Familie, die patriarchale Familie. Er assoziiert das mit dem antiken Rom und der Sklavenhaltergesellschaft und der Entstehung der Klassengesellschaft. Und er spricht, wie wir gesehen haben, er spricht dann von einer bürgerlichen Familie und von einer proletarischen Familie, sprich von einer Veränderung, die die Familie, die Art, wie wir in einem Familienzusammenleben durchmachen. Das heißt, historisch-wissenschaftlich gesehen würde ich sagen, nein, wir haben kein Patriarchat als solches. Es gibt irgendwie in der Geschichte allerdings der Frauenbewegung und der Arbeiterbewegung eine Tradition, dass man diesen Begriff verwendet und irgendwie gleichsetzt mit einfach der Unterdrückung von Frauen und so weiter. Aber wie die Laura richtig gesagt hat, ist dieser Begriff auch immer mehr verschmolzen mit theoretischen Konzeptionen über Frauenunterdrückung, die wir nicht teilen. Weswegen ich diesen Begriff Patriarchat historisch-wissenschaftlich als nicht ganz akkurat für die heutige Gesellschaft sehen würde und auch aus diesem Grund dieses ideologischen Kampffeldes, den er darstellt, irgendwie nicht verwenden würde. Und ich glaube, man darf sich die Frage der verschiedenen Unterdrückungsformen, die der Kapitalismus übernommen hat, verändert hat, verstärkt hat und teilweise neue geschaffen hat, also die Frage des modernen Rassismus, so wie er heute kennt, ist in Wahrheit ein relativ modernes Phänomen. Es gab irgendwie immer schon so Vorurteile und so weiter, aber diese systematische, tiefe Art des Rassismus ist ein relativ modernes Phänomen. So. Das darf man sich nicht irgendwie zu formalistisch irgendwie vorstellen, weil es ist nicht so, dass es da diese Struktur der Frauenunterdrückung gibt und dann ist diese Struktur schwupp in den Kapitalismus so als Substruktur integriert worden, sondern die Art der Unterdrückung verändert ihre Form, wie wir diskutiert haben. Also der Kapitalismus unterdrückt, hat spezifische Anforderungen an die Familie, an die Frau und übt die Unterdrückung ein bisschen anders aus, als jetzt zum Beispiel eine Bauernfamilie in einem feudalen mittelalterlichen Land, wo die Rolle der Familie, die Rolle der Frau, die Rolle der Hauswirtschaft irgendwie ganz andere Sachen mit sich gebracht hat. Das heißt, es ist nicht so, Schwuppe hat die Struktur des Patriarchats geschluckt und das ist jetzt Teil des Kapitalismus, sondern er hat die Frauenunterdrückung, die historisch überlieferte Frauenunterdrückung übernommen, adaptiert und angepasst und es ist ein unterdrückerisches System, ein Gesamtpaket irgendwie, das der Kapitalismus darstellt. Und in dem Sinne finde ich auch wichtig, irgendwie so zum Beispiel die Frage der Unterdrückung von LGBT-Personen, Transfrauen, Transmännern und so weiter,
Also wenn es um eine Frage geht, was dieses Phänomen an sich ist, eine wissenschaftliche Frage, eine medizinische Frage oder sowas, das würde ich hier nicht beantworten können. Und ich glaube, es gibt irgendwie auch viel Forschung, die jetzt irgendwie dazu betrieben wird und so weiter. Aber wenn es um die Frage geht, was diese spezifische Unterdrückung ausmacht, dann würde ich sagen, es hängt sehr eng zusammen mit der Bedeutung der Familie in den Klassengesellschaften. Weil, wie wir es gehört haben, es extrem relevant ist für dieses Unterdrückungssystem, dass man die Form der Familie und die Rolle der Frau und Mutter als gebärfähige Frau, die die Kinder stillen sollen und so weiter, braucht, erhält und permanent irgendwie fördert. Und es gibt gewisse Zugeständnisse von Seiten der Kapitalisten dort, wo es irgendwie oberflächlich und symbolpolitisch für sie nützlich ist, aber auch hier immer ein zweischneidiges Schwert ist. Also es gibt also Studien, die gleichen Corporations, die sich LGBT-freundlich geben, unterstützen mit massiven Geldern anti-LGBT-homophobe Politiker gleichermaßen, während sie irgendwie ihre Produkte in Regenbogenfarben verchecken. Aber also ich würde sagen, also die Regulierung von Sexualität, von Geburten, von Familien, das ist zentral für den Kapitalismus. Und damit hängt die Unterdrückung von abweichenden Identitäten, Sexualitäten und so weiter sehr eng zusammen. Ich meine, man sieht es an so etwas wie Bevölkerungspolitik, oder? Also die Frage der Abtreibung ist immer noch ein Hot Topic, wo es einen massiven Widerstand der Kapitalisten und der reaktionären Politiker gibt, dass das legal, frei möglich ist und dort, wo es legal oder straffrei ist, dass man es auch tatsächlich machen kann, leichten Zugang dazu hat, sicheren Zugang dazu hat. Aber auch so Sachen wie, ja, wir brauchen die Bevölkerung überaltert, wir sind so viele Menschen auf dem Planeten, aber die Bevölkerung überaltert, die Frauen müssen jetzt sofort ganz viele Kinder rausschießen, also Bevölkerungspolitik, Sexualität, Kontrolle der Sexualität, das ist zentral für eine Klassengesellschaft und das würde ich sagen, ist ein wesentlicher Teil der Unterdrückung von LGBT-Personen in unserer Gesellschaft. Und ähnlich wie mit der Frage des Rassismus ist es die Frage, so kann es Verbesserungen geben, Verbesserung des Images, Zugeständnisse, symbolpolitische Zugeständnisse, leichte Verbesserungen. Ja, in gewissen Rahmen, in eingeschränkten Rahmen, in bestimmten Ländern auf der Welt gibt es die, aber eine vollständige Befreiung, eine vollständige Abschaffung von dieser Diskriminierung und Unterdrückung, nein, würde ich nicht sagen. Genauso wie der Rassismus nicht abgeschafft werden wird von den Kapitalisten, weil er sehr nützlich ist und sehr profitabel ist für die Spaltung der Arbeiterklasse und im Fall von LGBT-Personen für die Erhaltung dieser Familie, die er irgendwie braucht. Aber was irgendwie wichtig ist, ist diese ideologische und kulturelle Komponente von Unterdrückung. Also wir sollten sie nicht vernachlässigen, weil sie sitzt, also die Kultur des Sexismus sitzt sehr tief und ist auch in der Arbeiterklasse verankert, offensichtlich. Wir haben gehört, dass man irgendwie bei Diskussionen immer noch argumentieren muss, Frauen geht es doch eh so super in Österreich, braucht man überhaupt irgendwas machen? Diskussionen dieser Art, dass man Sexismus und wirklich ungute Alltagserfahrungen, teilweise nicht mal als Frau selber bemerkt, weil sie so internalisiert sind. Das ist Realität. Es ist tief in irgendwie unserer Psychologie und unserem Leben vergraben. Nicht so tief, dass es unüberwindbar wäre und nicht so tief, als dass es nicht ein gemeinsamer Kampf, und das haben wir immer gesehen, in Massenbewegungen, revolutionären Bewegungen, dieses Bewusstsein sich radikal und schnell bei den Menschen ändern kann. Wesentlich effektiver als mit Bildungskampagnen und so weiter oder irgendwelchen Anti-Manspreading-Plakaten von den Wiener Linien oder sowas. Wesentlich effektiver als das. Aber es ist irgendwie Teil irgendwie unserer Gesellschaft und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir diese Forderungen auch ernst nehmen und nicht in einer Überreaktion der Feministinnen, die das auf eine teilweise ungute Art und vor allem eine beschränkte Art, nämlich nur das zu sehen, also eine Überreaktion dagegen einfach auscanceln. Es sind wichtige Forderungen und auch unsere Forderungen, demokratische Rechte, legale Gleichstellung, aber auch so etwas wie ein kultureller Kampf gegen Sexismus. Das ist unser Kampf, den wir auch sehr konsequent führen und vor allem einfordern müssen, dass die Organisationen der Arbeiterklasse diesen Kampf ernst nehmen und dass nicht irgendwie so Posts gibt wie von, ich glaube, es war die GPA vor ein paar Jahren so, Frauen, oder was sogar dieses Jahr, Frauentag, Frauen, lasst es euch gut gehen, holt euch eine Massage zu Hause. Also das ist irgendwie nicht der Kampf, wie wir den, also das ist nicht wieder wie wir den Kampf irgendwie führen und wie die Arbeiterklasse diesen Kampf führen sollte. Ja? Und das ist irgendwie auch die Frage, ist die Unterdrückung überhaupt unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern? Und ich meine, wir müssen ganz offen sagen, ja, es macht einen massiven Unterschied für das persönliche Leben von Frauen, ob sie in einer Gesellschaft wie Pakistan leben
oder in Österreich, ob sie Sachen machen dürfen wie alleine arbeiten ohne Erlaubnis des Mannes oder des Vaters oder nicht und so Sachen. Also die kulturellen Fragen sind zentrale Fragen. Und was die Bolschewiki nach der russischen Revolution gemacht haben, waren massive Aufklärungs- und Bildungskampagnen, um diesen kulturellen Aspekt massiv abzuschaken. Weil es gibt so Umfrage von letzten Jahren, ist es legitim, dass Männer ihre Frauen ab und zu schlagen? Und die Antworten sind erschütternd. Also es sind, glaube ich, über 30% auch der Frauen, die sagen, ja. Also es ist schon etwas, also die Kultur ist da und ist relevant und wir müssen sie aktiv bekämpfen, aber mit den Methoden der Arbeiterklasse, mit Klassenkampf, mit der Perspektive der Verknüpfung des Kampfes, um den Kampf des Sozialismus. Genau. Und das heißt, in Ländern, wo die Unterdrückung der Frau besonders schlimm und schlimmer ist, ist es auch ein spezieller Auftrag, diesem Kampf eine ganz besondere Aufmerksamkeit zu widmen und auch mit anderen Arten der Organisierung zu arbeiten. Also unsere pakistanischen Genossen haben so etwas wie beispielsweise OGs, also Ortsgruppen für Frauen, um gezielte Efforts zu machen, um Frauen zu organisieren, was dort mega schwer ist einfach. Allein, dass sie die Erlaubnis kriegen, zu Treffen gehen, zu gehen beispielsweise. Also solche Sachen sind auf keinen Fall irrelevant und das ist Teil unseres Kampfes. Zwei Punkte noch. Das dritte ist diese Frage des Reformismus, das ist oft gefallen. Und die Licht- und Schattenseiten, also wie in der Zwischenkriegszeit die Sozialdemokratie in Österreich große Reformen irgendwie durchbringen konnte, gegen die Profitinteressen der Kapitalisten, so etwas wie diese Gemeindebauten, Waschküchen, Kantinen und so weiter. Und in den letzten Jahrzehnten, es gab Verbesserungen offensichtlich in gewissen Bereichen, also vor allem, es wird immer geredet von der Periode der 70er Jahre, 60er, 70er, 80er Jahre, die Kreisky-Reformen in Österreich sind sehr prominent, da ist so etwas wie diese Straffreimachung, also diese Familienrechtsänderung, dass der Vater nicht mehr oder der Mann nicht mehr auch im Gesetz das Oberhaupt der Familie ist, das wurde erst in den 70er Jahren in Österreich geändert. Diese Dinge sind schon passiert. Aber ich meine, was ist die Rolle des Reformismus? Es ist eine peculiar Rolle. Also Reformisten in Arbeiterorganisationen stehen unter dem Druck von zwei Seiten. Sie organisieren die Arbeiterklasse und es gibt irgendwie einen Druck, dass sie delivern müssen, dass wenn Gewerkschaften ihre Mitglieder nicht verlieren wollen, sie zumindest ein Mindestmaß an Sachen für die Arbeiter irgendwie bieten müssen. Das heißt, es gibt hier diesen Druck und wenn sie die Möglichkeit haben und es easy ist, dann sind sie natürlich schon für Reformen, oder? Wenn's gerade leicht geht, sicher, das ist gut für sie und das bringt die Wählerstimmen ein und das bedient die Basis. Und das war historisch in einer Zeit des Nachkriegsaufschwungs der Fall, wo die herrschende Klasse das Schreckensbild der Sowjetunion gehabt hat, so was, wenn die Revolution kommt, wo es real, auch in Österreich 1950, Oktoberstreik, reale Aufhebungen der Arbeiterklasse gegeben hat. Und da war die herrschende Klasse fähig, weil die Wirtschaft gut gelaufen ist und genötigt, gewisse Zugeständnisse zu machen und der Sozialdemokratie quasi die Aufgabe zu geben, diese Reformen durchzusetzen und aber auch in sichere Bahnen zu lenken. Aber man muss sagen, dieser Reformismus ist in Kapitalismus sehr begrenzt, wie wir auch in den Wortmeldungen gehört haben von der Helene und so weiter. Wenn die Krise kommt und sie kommt im Kapitalismus, dann werden halt diese Reformen zurückgedrängt und die Rolle der Reformisten, der Bürokraten in den Arbeiterorganisationen ist, dass dieser Druck der Kapitalistenklasse sehr schwer wiegt. Also sie haben keinen unabhängigen Klassenstandpunkt. In Wahrheit sind es Agenten der Kapitalistenklassen in unseren Organisationen. Und wir brauchen uns nur die Politik der Sozialdemokratie in den letzten Wochen anschauen, beispielsweise in dem Ukraine-Krieg. Kein Fünkchen von Klasseninhalt, oder? Einfach ein nachplappernder der liberalen Teile der Bourgeoisie. Kein eigener Klassenstandpunkt. Der Druck des Imperialismus und des Kapitalismus wird direkt von der herrschenden Klasse durch die Bürokratie in unsere Arbeiterorganisationen weitergegeben und verhindert genauso, dass man kämpferische Politik für Streiks organisiert und so weiter. Deshalb ist irgendwie dieser Kampf für eine klassenkämpferische Position und für den Sozialismus auch so eng verknüpft mit der Aufgabe, diese Arbeiterorganisationen wieder zu Instrumenten für die Arbeiterklasse zu machen. Also vor allem die Gewerkschaften, das sind irgendwie unsere Organisationen der Arbeiterklasse, die in Wahrheit dominiert und kontrolliert werden von Klassenfeinden. Man kann es nicht anders sagen. Und diesen Reformismus und diese Bürokratie, denen müssen wir Feuer machen. Und der Druck, den es real gibt, wir haben es angesprochen, beispielsweise die Kindergartenpädagoginnen,
hier weiter, die weitertreibende Rolle spielen. Nicht stehen bleiben bei einer Dampferblas-Demo, sondern zu sagen, wir wollen mitbestimmen in unseren eigenen Organisationen. Wie wäre es, wenn wir mal abstimmen dürfen, ob wir einen schlechten Deal unterschreiben oder ob wir nicht vielleicht weiterkämpfen wollen. Dinge dieser Art, das hängt zusammen, auch beispielsweise mit der Frauenbefreiung, mit dem Kampf für den Sozialismus. Auch die Frage der Organisierung, gewerkschaftlichen Organisierung von Branchen, von Frauenbranchen, die traditionell historisch immer schlechter organisiert waren und weniger organisiert sind. Es ist gut und richtig und wichtig, dass diese Berufe organisiert werden. Traditionell sind die Bataillone der Gewerkschaften und der Gewerkschaftsbürokratie, halt diese Metallbetriebe und so weiter, große Fabriken und so weiter. Aber es ist extrem wichtig, dass zum Beispiel Einzelhandel, Heimpflege und diese Bereiche, dass das organisierte Bereiche sind. Und natürlich, unsere Aufgabe ist irgendwie nicht, die Gewerkschaft zu substituieren, sondern in den Gewerkschaften für eine klassenkämpferische Position zu kämpfen und ein sozialistisches Programm zu verteidigen. Also wir haben kein ökonomistisches Programm mit einer gewerkschaftlichen Organisation ist getan. Wenn das nicht dazu führt, dass die Kämpfe tatsächlich geführt werden über den Kapitalismus hinaus, damit ist auch noch nichts gewonnen. Genau, und was wird die Rolle der Familie im Sozialismus sein? Also Engels hat irgendwie im Ursprung der Familie zwei Sachen irgendwie dazu zu sagen. Erstens sagt er, zum ersten Mal wird Monogamie wirklich oder die Einzelehe sozusagen wirklich, wirklich verwirklicht werden. Und was er nicht damit meint, ist, alle müssen dann unbedingt in zwei Paarfamilien leben, obwohl er selber das wahrscheinlich schon so ein bisschen als Perspektive gehabt hat. Aber der Punkt ist, der wirtschaftliche Zwang wird erstmal wegfallen. Heißt das, dass man dann alle Familien zwingt, nach einer bestimmten Art und Weise zu leben? Das nicht. Aber wie genau diese Beziehungskonstellationen in Zukunft die Menschen sich aussuchen wollen, das ist natürlich, würde ich sagen, eine Frage tatsächlich der Bewegung selber. Also Sozialisten haben nicht ein Kochrezept, wie die Gesellschaft in der Zukunft ganz genau ausschauen wird. Wir können nur sagen, was die Grundbedingungen sind, damit sich die Menschen tatsächlich frei entfalten und selbst entscheiden können. Aber in so Detailfragen, werden wir Leute zwingen, ihre Kinder in die Kinderkrippe zu schicken und so weiter? Auch eine sehr konkrete Frage. In gewissem Sinne, also es gibt auch sowas wie Kinderrechte. Also es ist eigentlich nicht zumutbar, dass Kinder, nur weil die Mutter das unbedingt will, bis 18 zu Hause leben müssen und wie schwer es derzeit ist, dass irgendwie Kinder, die in Gewaltfamilien, also häusliche Gewalt erleben, dass sie gezwungen sind, irgendwie, solange sie minderjährig sind oder nur durch extrem komplizierte Umwege mit Jugendamt und so weiter sich davon losreißen können. Also bei solchen Sachen muss man auch mitbedenken und es ist gut für die Kindesentwicklung beispielsweise ein soziales Umfeld zu haben. Also wir werden vor allem dafür sorgen, dass die Angebote so gut, so qualitativ hochwertig und so cool sind, dass auf jeden Fall jeder dorthin will. Jeder soll, ich weiß nicht, 5 Instrumente lernen, 10 Sprachen lernen, alle Sportarten machen, die es nur gibt. Bester, spaßigster Unterricht ever, sodass alle unbedingt in diesen Kindergarten wollen werden. So, das ist der Punkt. Genauso mit dem Kochen, wie gesagt, Hobbyköche gerne, aber ich meine, wenn es so richtig geiles Essen gibt, nicht irgendwie einen Fraß, der nur irgendwie die notwendige Kalorienanzahl bietet oder so, richtig gute Küchen, die gesundes Essen liefern. Klar lasse ich mein Kind in der Nachmittagsbetreuung, damit es dort ein voll gutes Essen, ausgewogene Mahlzeiten und so weiter kriegt. Das muss der Ansatz sein in allererster Linie. Um genau auch gegen solche Vorurteile, die ich vorher erwähnt habe, oder diese Sachen, wie wo Frauen selber der Meinung sind, es ist okay, wenn sie geschlagen werden, genauso wie sie der Meinung sind, ja, es ist meine Pflicht, ich muss mich um meine Kinder und meine Großeltern und so weiter kümmern, dass man dagegen irgendwie durch das grandiose Angebot, das es irgendwie braucht, entgegenwirkt. Weil, ich meine, ich sehe es an meiner eigenen Oma, die haben ein gutes Pflegegeld für meinen Opa, der könnte in einem Pflegeheim gut unterkommen, einem teuren und guten. Sie könnten sich eine Heimpflege, zumindest eine Heimhilfe leisten und holen. Aber sie sieht es als ihre persönliche Pflicht und Verantwortung, irgendwie zu leiden, obwohl sie Knieschmerzen und Kreuzschmerzen hat, den eh nicht gescheit tragen kann und das eigentlich nur Zach für alle ist, ihn alleine zu Hause zu betreuen. Nur um, ich weiß nicht, aus einem Gedanken von Märtyrertum oder Pflichtgefühl und so weiter heraus. Ich meine, sowas ist auch Realität. Aber wenn die Angebote richtig, richtig schön sind, ich meine, dann fühlt sich keiner mehr schlecht und ungut dabei, die eigenen Eltern beispielsweise in ein voll gutes Seniorenheim zu geben, wo man sozial interagieren kann, sich geistig noch irgendwie fördern kann und so weiter, Schach spielen bis 90 und so weiter. Solche Dinge. Das, glaube ich, muss auf jeden Fall der Ansatz sein. Also nicht in erster Linie Zwang, sondern vor allem die Ressourcen, die die Gesellschaft hat, so zu nutzen, dass tatsächlich alle frei und gut leben können und zwar viel besser als jetzt leben. Genau, das ist die Perspektive, für die wir kämpfen. Dafür würde ich auch enden. Danke.